mal Flint und der tausend Leute kennt. Das ist Tobi, Checker Tobi, Checker Tobi! Hey Leute, na, was bin ich? Nein, Mann, keine Spinne. Nochmal, also, was bin ich? Herzlichen Dank, auch Kakerlake bin ich auch nicht. Letzte Chance jetzt, was bin ich? Eine Zecke! Ist doch klar, weil darum geht's heute. Um Zecken und um anderes Ungeziefer. Ungeziefer ist meistens klein und eklig, so wie die Larven hier. Auch Käfer, Schnecken, Wanzen, Wespen oder Mäuse und Ratten gehören dazu. Und natürlich die Krabbeltierchen hier, Kakerlaken. Die finde ich ja besonders fies. Zum Problem werden die Viecher, wenn sie zu viele werden und uns Menschen belästigen oder sogar schädigen. Zum Beispiel, wenn sie ganze Ernten vernichten, im Garten unsere Pflanzen auffressen oder sich in der Küche über unser Essen hermachen. Dann nennen wir Ungeziefer auch Schädlinge und die wollen wir loswerden. Dabei hilft zum Beispiel ein Kammerjäger. Oder in meinem Fall eine Kammerjägerin. Mit der gehe ich heute Schaben jagen. Cool, super. Sammel im Wald ein paar Zecken. Und ich steige runter in den Kanal, weil ich eine richtig fette Kanalratte fangen will. Ob ich das schaffe? Mal sehen. Hier kommt der Ungeziefer-Check. Und jetzt die Checker-Fragen. Was jagt ein Kammerjäger? Warum ekeln wir uns vor Ungeziefer? Und wie entfernt man eine Zecke? Das check ich für euch. Los geht's in der stillgelegten Fabrik in Dachau. Hier treffe ich Christina. Christina ist Kammerjägerin und geht mit mir heute in den verlassenen Hallen auf Ungezieferjagd. Aber wo genau stecken die Tierchen? Und wonach suchen wir eigentlich? Erste Checkerfrage. Was jagt ein Kammerjäger? Sag mal, was jagt denn ein Kammerjäger? Oh, ein Kammerjäger jagt vieles. Ein Kammerjäger kann Mäuse jagen und Ratten und Ameisen und hin und wieder auch Wespen, wenn sie schädlich sind. Und Bettwanzen und Kakerlaken, da gibt's eine ganze Menge. Und wieso heißt der Kammerjäger Kammerjäger? Jagst du nur in Kammern oder wo kommt das her? Das kommt von ganz früher, als die Fürsten mehrere Jäger hatten. Und der Jäger, der am besten war, der durfte dann auch die Kammern des Fürsten reinigen. Okay, heißt also der allerwichtigste Jäger von allen war der Kammerjäger. Das war der Kammerjäger, genau. Das ist ja ganz cool. Ich habe mir Kammerjäger ja immer so vorgestellt. Aber so eine Ausrüstung haben die nur selten an, nämlich wenn sie fieses Gift versprühen müssen. Christina läuft ganz normal rum. Sicherheitsschuhe hat sie mit Stahlkappen und einen kleinen Werkzeugkoffer. Und den gucke ich mir jetzt mal genauer an. Das kann man ausrollen, das ist beweglich. Guck mal, kannst du biegen in alle Richtungen. Ja. So und dann, genau, dann kann man das andrehen, ja. Dann leuchtet oben ein Lichtchen. Ach ja. Genau. Und dann hat man hier einen Bildschirm und da kannst du dann gucken. Du kannst sehen, was da vorne drin ist. Genau, du kannst dann, hallo. Das ist ja krass. Du siehst alles, was dahinter rumkrabbelt. Super. Dann genau. Kann ich gucken, wie es in meinem Mund aussieht, oder? Ja, guck mal. Okay, für den Mund ist das Teil nicht gedacht. Damit kann Christina auch dort nach Ungeziefer suchen, wo sie sonst nicht rankommt. Aber das Ding hier ist auf jeden Fall sauber. Keine Mäuse, keine Käfer, gar nichts. Eine Greifzange hat sie auch, für die etwas größeren Tierchen. Ups, Entschuldigung. Und das hier sind Fallen, für Käfer und Kakerlaken. Wenn eine da reinläuft, klebt sie fest, und zwar richtig. Wir schauen jetzt mal, ob wir damit ein paar Kakerlaken fangen können. Übrigens nennt man die auch Küchenschaben. Alter! Guck mal. Die gehen jetzt zwar nicht in die Falle, ne? Aber da haben sich schon ganz schön viele irgendwie so angesiedelt. Genau. Und wenn die nicht in die Falle tappen, so, dann müssen wir die, glaube ich, irgendwie anders fangen. Gehen wir mal gucken, ob wir uns welche holen können. Aber ich glaube, das musst du machen. Ich finde das so ekelhaft. Aber die tun dir jetzt auch nichts. Ja, aber die sind trotzdem so eklig. Und dann können die wahrscheinlich auch noch fliegen, ne? Die haben so. Genau, die können fliegen, ja. Guck mal, da bewegt sich was zum Beispiel.
Ja, die mögen gern das Dunkle. Die verstecken sich jetzt unter den Steinen. Da kann man drunter gucken. Hier so, ne? Ja, da bewegt sich schon was. Ja, schauen wir mal. Da ist aber nichts. Krass. Wow! Da sind ganz viele. Da sind ganz, ganz viele. So, wo ist da vorne jetzt und wo ist da hinten? Hier vorne, wo die Fühler sind, ist vorne. Jetzt ist gerade umgedreht. Oh, jetzt kommt sie. Komm ins Glas. Da rein jetzt. Ich finde es so schrecklich hier gerade. Das ist das Schlimmste, was ich jemals gemacht habe. Bleib da! Gut, aha, super, gefangen. Mach mal den Deckel drauf, dann tut sie dir nichts mehr. Schau. Ein Kammerjäger jagt alle Arten von Ungeziefer. Meistens Wanzen, Käfer und Wespen, aber auch Mäuse und Ratten. Und Kakerlaken. Gecheckt. Also ich glaube, ich überlasse die restlichen Schaben lieber Christina. Soll die doch auch mal was machen. Ah! Ich meine, das Kabel. Boah. Ich habe keine Lust mehr auf Schaben. Können wir uns anderes Ungeziefer angucken? Ey. Die sind echt richtig gepanzert, ne? Ja. Ist das das, was so ein Geräusch macht, wenn man auf so Tiere drauf tritt? Dieses. Die haben ein recht hartes Knack. Außenskelett. Chitinpanzer nennt sich das. Aha. Und die sind recht stabil und widerstandsfähig. Das sind Schädlinge, oder? Für den Menschen. Wenn sie dir zu nahe kommen, dann können sie schädlich sein, ja. Die krabbeln über Abfälle drüber, über irgendwelche Kotreste, über einfach dreckige Sachen krabbeln die drüber. Und dann laufen sie nachher über unsere Küche, über unsere Lebensmittel und verteilen das bei uns. Und dadurch übertragen sie eben auch die Krankheitserreger. Eine wäre ja vielleicht gerade noch okay. Dummerweise vermehren sich Kakerlaken auch noch rasend schnell. Ich finde die einfach nur ekelhaft. Aber warum eigentlich? Checkerfrage. Warum ekeln wir uns vor Ungeziefer? Dass wir uns vor Ungeziefer, wie zum Beispiel Kakerlaken, ekeln, hat einen guten Grund. Oh! Bah! Mann! Ist das eklig! Ekel ist nämlich im Grunde super wichtig. Er schützt uns davor, Tiere und Insekten anzufassen oder sogar zu essen, die schädlich für uns sein können. Kakerlaken zum Beispiel können Krankheiten übertragen. Und durch das Ekelgefühl sagt uns unser Körper, lieber Finger weg. Ganz oft ekeln wir uns auch vor schleimigen Tieren oder Insekten. Oh! Bäh! Wirklich? Mann! Weil der Schleim erinnert uns an Eiter und damit an infizierte Wunden. Wieder ein Warnsignal von unserem Körper, der sagt, Achtung, Gefahr. Aber nicht immer ekeln sich die Leute vor den gleichen Sachen. Und man kann auch trainieren, seinen Ekel zu überwinden. In Thailand zum Beispiel mögen die Leute gerne frittierte Kakerlaken. Also, könnte ich gar nicht. Ekel vor Ungeziefer ist ein Schutzmechanismus unseres Körpers. Gecheckt. Und jetzt eine Frage an euch. Wie viele Beine hat eine Zecke? A. 6. B. 4. Oder C. 8. Checkt mal, ob ihr die Antwort in der Sendung entdeckt. Die richtige Lösung gibt's zum Schluss. Ungeziefer ist manchmal unsichtbar. Die Matratze hier zum Beispiel ist voll von winzigen Krabbeltierchen. Weil man die aber eben nicht sehen kann, habe ich sie mal gemalt. Das sind Bettwanzen. Die Blutsauger kommen nachts aus ihren Ritzen und beißen uns. Und obwohl die nur so klein sind, juckt das richtig, richtig fies. Und das hier sind Flöhe. Die sind zwar winzig, können aber 30 cm hoch springen. Das ist so, als könnte ich auf den Eiffelturm hüpfen. Krass, oder? Blöderweise beißen die auch und sie übertragen Krankheiten. Flöhe kommen oft mit Hunden und Katzen ins Haus, also deren Schlafplatz immer gut sauber halten. Ich gehe jetzt mit Christina in die verlassene Kantine der Fabrik und suche da nach Küchenungeziefer. Ich bin mir aber ehrlich gesagt noch gar nicht sicher, ob ich hier überhaupt was finden will. Bäh. Also es ist eine ekelhafte Küche hier, aber so Ungeziefer habe ich noch nicht gesehen. Ja, müssen wir mal auf die Suche gehen. Ja, meinst du, es gibt hier überhaupt was? Weil irgendwie die meisten der Gefäße sind ja irgendwie zum Glück, ehrlich gesagt, leer. Ja, gucken wir mal. Oh Gott, das ist ekelhaft. Die leben ja auch noch, guck mal, die bewegen sich ja alle. Ja, die haben da Futter drin gefunden anscheinend. Was sind das für Dinge? Das sind Mehlwürmer. Mehlwürmer? Mhm. Die ernähren sich davon, von Lebensmittelresten zum Beispiel.
können aber auch sich im Mehl vermehren und Mehl fressen und Teigwaren und Nudeln. Mehlwürmer sind eigentlich gar keine Würmer, sondern Larven, also Käferbabys. Erkennt man an den kleinen Beinchen hier. Am liebsten fressen sich Mehlwürmer, logisch, durch Mehl. Aber wie kommen denn die Mehlwürmer ursprünglich überhaupt ins Mehl? Ja, die Mehlwürmer könnten in der Mühle zum Beispiel schon ins Mehl geraten sein und werden dann verpackt, wenn sie nicht entdeckt werden, und mit den Mehlprodukten bei dir zu Hause mit ins Haus gebracht. Aber das heißt, klar, für den Menschen sind das Schädlinge, weil sie machen das Essen kaputt. Aber haben Mehlwürmer irgendwie einen Nutzen auch? Ja, Tierhalter züchten die sich gerne und füttern damit ihre Tiere. Zum Beispiel Vögel oder Reptilien oder auch Nager werden damit gefüttert. Das ist eine recht große Eiweißquelle für die Tiere. Menschen essen die auch gern. Es gibt Menschen, die sowas essen. Ja. Frittiert schmecken sie besonders gut. Ja, genau. Einmal bitte die frittierten Mehlwürmer gern, bitte. So ist es. Come on! Was ist das denn jetzt? Das sind jetzt aber nicht wirklich frittierte Mehlwürmer. Ja, kannst du gerne mal eine probieren. Ja, du kannst auch gerne mal eine probieren. Ja, nach dir dann. Das ist sau ekelhaft. Wonach schmeckt denn das? Ah, wahrscheinlich eher ein bisschen nussig. Du musst gar nicht so grinsen, du kannst selbst eine haben. Willst du eine? Komm hier, nimm mal selbst eine. Ja, da, guten Appetit auch. Okay. Gut, dann probiere ich das jetzt. Ich habe keine Lust. Boah, da sind die Beinchen sogar noch dran. Na gut. Also ich fange an, aber dann musst du auch, ja? Augen zu und durch. Okay, ja, wir machen das zusammen. Warte, ich brauche eine kleine. Alles klar. Dann, Prost. Guten Appetit. 1, 2, 3. Ja. Gar nicht so schlecht eigentlich. Nee. Sie überrascht mich jetzt. Also vielleicht jetzt nicht was für jeden Tag, aber kann man schon essen. Genau. Ja, vielen Dank für alles. Dankeschön. Willst du noch eine? Nee, danke, ich heute nicht mehr. Ich esse noch eine. Wie das meiste Ungeziefer sind also auch Mehlwürmer nicht grundsätzlich schädlich. Das gilt auch für Schnecken und Ameisen. Die sind zum Beispiel im Garten super wichtig, weil sie andere Schädlinge vertilgen oder Gartenabfälle beseitigen. Zum Problem werden sie vor allem dann, wenn sie zu viele werden. Und das gilt ganz besonders für die Insekten, die ich euch jetzt zeige. Guckt mal, die Insekten hier kennt ihr bestimmt. Heuschrecken. Das sind richtig, richtig krasse Viecher. Die essen jeden Tag so viel, wie sie selbst wiegen. Stell euch mal vor, ich würde so viel essen, wie ich selbst wiege. Ich wiege so ein bisschen mehr als 60 Kilo. Das hier sind 1 Kilo Cornflakes. Damit ich so viel esse, wie ich wiege, müsste ich also jeden Tag über 60 solche Eimer essen. Das ist super viel. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, so eine Heuschrecke, die wiegt ja keine 60 Kilo, sondern nur ein paar Gramm. Also isst sie auch nicht so viel. Das stimmt schon, aber jetzt stellt euch mal vor, das sind nicht nur 20 Heuschrecken, sondern richtig, richtig viele. Mehr als 1 Million oder sogar mehr als 1 Milliarde. Dann werden die richtig schädlich und sogar zur Plage. Guckt mal hier. Solche Riesenschwärme können aus mehreren Milliarden Heuschrecken bestehen. Mit dem Wind lassen die sich immer weiter treiben, stürzen sich auf jede Art von Pflanze und vernichten dabei ganze Landstriche. Heuschreckenplagen kommen meistens in heißen Regionen vor, wie Afrika zum Beispiel. So eine Plage ist ganz besonders schlimm, wenn die Heuschrecken über ganze Felder herfallen und innerhalb kürzester Zeit die Ernte für ein komplettes Jahr vernichten. Sogar in der Bibel wird schon von Heuschreckenplagen berichtet, die in regelmäßigen Abständen schlimme Hungersnöte ausgelöst haben. Weiter geht's mit Volker. Der ist Forscher und Fachmann für Zecken. Die können Krankheiten übertragen und sind deshalb für uns Menschen gefährlich. Hoffentlich springt mir keiner aus den Bäumen auf den Kopf. Ich frag ihn mal, wo die meisten Zecken so sind. Also eine Zecke ist normalerweise am Boden bis zu 20, 30 cm Höhe. Ah, ja. Echt? Ja, also hier, wenn man da durchgeht, ist das Gefährliche praktisch nicht der Baum hier oben, sondern das Gefährliche sind die Grasspitzen. Ne? Aber das heißt, dieses Ganze, was ich wirklich schon oft gehört habe, dass die in Baumwipfeln sitzen und auf einen runterspringen, das gibt's gar nicht, oder wie? Nee. Das ist ein Mythos. Das ist ein Mythos, ja. Aber wenn ich jetzt im Wald unterwegs bin, wie kann ich mich denn einfach so schützen? Also was kann ich denn machen? Das Einfachste ist lange Kleidung. Ne? Dann ist es natürlich auch sinnvoll, wenn man die Hose in die Socken reinmacht. Ne? Ah, okay, klar. Das ist auch immer eine gute Schutzmethode, genau. Aber das schützt natürlich nicht sicher, aber
ist halt eine Möglichkeit. Sicherlich ist eines der wichtigsten Vorsorgemaßnahmen, einfach wenn man draußen war, dass man sich hinterher absucht und absuchen lässt. Auch dass einfach geguckt wird, an der entsprechenden Stelle gibt es eine Zecke. Okay, das ist das Erste, was ich mache, wenn ich nachher nach Hause komme. Zecken absuchen. Was hast du denn hier eigentlich? Das ist zum Zeckenfangen, ne? In dem Stoff verfangen sich Zecken besonders gut. Wir müssen das Teil nur übers Gras ziehen, sagt Volker. Ob das klappt? So, und sind denn da jetzt Zecken dabei? Ja, wunderbar. Also diese Dinger jetzt hier sind Zecken, ja? Genau, und die kleinen, das da auch. Da muss man aufpassen, dass die dich nicht anfällt. Oh, echt? Echt? Ja, ey, mich vorsichtig. Juckt sowieso schon die ganze Zeit überall. So. Ich glaube, ich habe schon 1000 Stück an meinem ganzen Körper verteilt. Die hier mit den orangenen, mit dem orangenen Hinterleib, na, das sind Weibchen. Ah, okay. Na? Die saugen sich mit Blut voll und das brauchen die für die Produktion von Eiern. Na? Oh, guck mal, wie sie auf dich zurennt. Ja. Ey, Achtung, die beißt dich gleich. Ja. Mach mal Finger weg. Nee, jetzt kann man, also so schnell geht's nicht. Die sucht jetzt erstmal. Das dauert oft lang, bis sie dann wirklich zusticht. Und wir stehen ja jetzt Gewehr oder Pinzette bei Fuß. Ne? Da muss man sich jetzt keine wirklichen Sorgen machen. Die laufen oft Stunden über den Körper, ne? Und suchen dann eine richtige Stelle, bis sie da was, okay. Bis sie da was haben. Mach die mal trotzdem runter, das macht mir irgendwie. Ja. Zecken spüren die Erschütterung von unseren Schritten. An den Beinen haben sie Widerhaken, mit denen sie sich dann in der Haut festkrallen. Auf dem Körper suchen sie sich eine warme und feuchte Stelle, wo man schwitzt. Zum Beispiel unterm Arm oder am Po. Und dann kommt ihr Saugrüssel zum Einsatz. Das Gefährliche daran, während die Zecken Blut saugen, können sie Krankheiten übertragen. Zum Beispiel Gehirnhautentzündung, genannt FSME, oder Borreliose. Gegen FSME kann man sich zwar impfen lassen, trotzdem müssen die Zecken möglichst schnell aus der Haut raus. Aber wie? Checkerfrage. Wie entfernt man eine Zecke? Man fasst praktisch mit der Pinzette daran. Na? Dann kann das theoretisch in der Haut bleiben, ja. Und das geht weg. Na? Und die Erreger sitzen hier, die in der Speicheldrüse, ja. Oder im Darm drin. Na? Und okay. wenn man das ja weggezogen hat, ja. Dann kann da nichts mehr weiteres passieren. Aber dann bleibt trotzdem der Rüssel? Das kann drin bleiben. Na? Eventuell in der Haut. Ist genau, das sieht man dann als ungefähr. Schwarzes Pünktchen. Ja. Und das ist dann aber auch nicht der Kopf der Zecke. Zecken spritzen so eine Art Zement in die Haut und in dem verankern die sich super fest. Deshalb gerade herausziehen, nicht drehen. Am besten mit einer Pinzette oder einer Zeckenzange. Ganz wichtig dabei, macht das auf gar keinen Fall selbst. An viele Stellen kommt man alleine schlecht dran. Und man braucht auch ein bisschen Kraft, wie man sieht. Ihr müsst jetzt aber nicht dauernd Angst haben im Wald. Einfach danach immer gut absuchen lassen. Falls ihr mal gebissen werdet, die Stelle ein paar Tage beobachten. Und falls die Rötung nicht weggeht oder sogar wandert, unbedingt zum Arzt gehen. Zecken entfernt man am besten mit einer Pinzette und packt damit die Zecke flach über der Haut. Gecheckt. So, ich bin jetzt in Augsburg und treffe hier Tierarzt Hermann. Der kennt sich super mit Ratten aus und will heute im Kanal eine mit mir fangen. Ich glaube, ich kann es nur riechen. Die Fachleute von der Stadtentwässerung Augsburg helfen uns bei unserer Rattenjagd. Auch Ratten werden erst dann zum Problem, wenn es zu viele werden, denn sie übertragen Krankheiten. Hier unten sollen Tausende davon leben. Oh Mann! Ah, ist das eklig, was da alles mitschwimmt. Manchmal sieht man so Brocken und dann hier auch die Wände so, guck mal. Wie können denn Ratten hier unten leben? Das ist nicht schön hier. Ja, aber hier gibt es reichlich zum Essen und dann nehmen die das in Kauf, dass das nicht so schön ist. Was gibt es denn hier zu essen, außer irgendwelchen Schleimsachen an der Wand? Man muss unten gucken. Da kommt auch mal der Salat mit, der ins Klo ging und solche Sachen und dann ist Essen da. Okay. Das heißt, was die Menschen wegwerfen, fischen sich die Ratten da raus? Ja, das hier ist wie Supermarkt. Da kommt das Essen vorbeigeschwommen. Ja, okay. Deswegen ist es auch so wichtig, kein Essen im Klo runterzuspülen. Ratten sind sehr schlaue Tiere. Sie folgen den Menschen, weil wir sehr viele Abfälle produzieren. Man sagt auch, Ratten sind Kulturfolger, weil sie sich uns Menschen und unserer Lebensweise perfekt anpassen. Im Schnitt gibt es in einer Großstadt alle 2 Meter eine Ratte. So, wir suchen uns jetzt einen ruhigeren Kanal, wo wir unsere Falle aufstellen können. Versuche mal unser Glück.
So, Falle ist scharf? Die ist scharf, fehlt nur noch der Köder. Käse bitte. Kommt die Ratte garantiert. So, und jetzt? Jetzt müssen wir ein bisschen verstecken, weil die Ratten kommen natürlich nicht, wenn wir hier sind. Wie lange warten wir denn? Ja, bis es scheppert. Okay. Das ist langweilig. Wo sind denn die Ratten? Nicht so laut, sonst kommen sie nie. Ich glaube, wir haben eine. Ja, krass, ey. Abgefahren. Guck mal. Das ist eine Ratte. Das ist eine echte Kanalratte. Haha, es hat geklappt. Super. Aber die müssen wir uns jetzt genauer angucken. Ja, gehen wir jetzt mal hoch damit, würde ich sagen. Alles klar. Wie cool. Komm, Ratti. Okay, schickt mir die Ratte hoch. Ich finde den Schwanz ein bisschen fies. Guck mal. Der ist voll dick und voll lang. Können wir die mal rausholen? Würde ich jetzt besser nicht machen. Wieso denn? Ja, die übertragen schon ein paar Krankheiten. Und okay. Wir wissen ja nicht, was die alles mit sich bringt. Und deswegen wäre ich da vorsichtig. Also wenn ich die berühre, dann ist das nicht gut, oder? Berühren ist jetzt gar nicht so schlimm, aber die kann dich natürlich auch beißen. Die hat jetzt ein bisschen Angst und das wäre dann schon gefährlicher. Okay, und die übertragen dann Krankheiten, oder wie, so Ratten? Weil die im Kanal leben oder warum? Ja, weil die im Kanal natürlich mit Ausscheidungen von Menschen zu tun haben und da natürlich Erreger von anderen Menschen kriegen und dann die sammeln und bei nächster Gelegenheit den Tobi beißen und ihn anstecken. Das ist also das Gefährliche. Dadurch, dass die im Kanal leben und quasi mit dem, was bei uns ja eigentlich weggespült wird, in Kontakt sind, ja, übertragen die Sachen genau wieder, wenn so sie einen Menschen treffen. Genau. Es ist keine Erkrankung der Ratte, sondern es ist eigentlich die Erkrankung des Menschen. Die Ratte ist nur das Transportmittel. Okay. Weil eigentlich sieht die ja ganz süß aus hier. Guck mal. Ja. So, was machen wir jetzt mit der Ratte? Ja, ich würde sie wieder freilassen. Echt? Ja, die lebt da unten mit der ganzen Familie, da fühlt sie sich wohl. Und ob wir eine Ratte mehr oder weniger da unten im Kanal haben, ändert gar nichts. Da soll sie wieder zurück, wo sie herkommt. Okay. Dann braucht sie noch einen Namen, die da, Gute. Da darfst du dir was aussuchen. Dann nennen wir sie Babette. Babette, die Ratte, darf zurück zu ihrer Familie. Bitteschön. Dann bringe ich Babette mal wieder runter. Oh. Hallo? 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 Oh. Hallo? Ja? Nee. Ach so. Hallo? Oh ja, was habe ich vergessen? Ja, sage ich noch. Oh, danke, danke, ne? Okay. Stimmt. Hier noch die Antwort auf die Mitmachfrage. Hallo? Ich wollte von euch wissen, wie viele Beine hat eine Zecke? A6, B4 oder C8? Na, habt ihr vorhin genau mitgezählt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Richtig ist also Antwort C. Eine Zecke hat 8 Beine, wie eine Spinne. Denn Zecken gehören zur Gattung der Spinnentiere. So Leute, das war's für heute. Ich muss sagen, ich bin ganz froh, dass wir das Ungeziefer jetzt gecheckt haben. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Wow! Autsch! Das ist Tobi, checker Tobi. Der ist cool, ey, ziemlich groovy. Der immer fragt, wer die Action mag. Wer, der alles wagt. Manchmal flint und der tausend Leute kennt. Das ist Tobi, checker Tobi.